China unterhält eine Fischereiflotte von mehr als 6000 Schiffen, von denen die Welt kaum etwas weiß. Ein Journalistenteam verfolgte die Schiffe monatelang auf hoher See und konnte nachweisen, dass die Schiffe ihre Transponder ausschalten, in Gewässer anderer Länder eindringen und gegen UN-Sanktionen zum Schutz von Fischgründen verstoßen. An Bord werden Fischer als Zwangsarbeiter festgehalten. Viele erkranken, Dutzende sterben jedes Jahr. Alles das, um die weltweit wachsende Nachfrage nach Fisch zu decken und um Chinas Vormacht auf den Weltmeeren zu sichern. Und dieser illegale Fang landet auch in deutschen Supermärkten.